Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht so blöd. Ich sehe da ein paar Granatsplitter. Andenken an den Krieg, wie ich vermute. Gut, einen anderen Veteran zu treffen. Einen produktiven Tag noch. Ah, toll. Ist limitiert. Ich bin der Chefwissenschaftler. Lässt mich durch. Ich bin gerade ein bisschen orientierungslos, wo geht's hier lang? Ich kenne natürlich alles. Ich kenne die Pläne und so. Ich weiß das natürlich, aber helft mir mal kurz. Ich bin gerade alles der Stress hier, aber das die Reise zum Mond und so weiter. Ich war nie zuvor hier. Könnt ihr mir mal helfen? Öffnen von der anderen Seite. Ich will so lange wie möglich nicht auffliegen. Jetzt das Schweißgerät auspacken, das ist vorbei. Kann ich auch gar nicht. Ja. Ja. Es wird langsam auffällig. Was können wir hier machen? Sorry Leute, ich... Man hat mich nicht unterrichtet. Bin leider ein bisschen planlos. So, das ist hier. Etwas suboptimal. Ach, hier ist der Koffer. Carolina, Anja, hört mich jemand? Ach du Scheiße. Blaskowitsch, können Sie mich hören? Wie ist Ihr Status? Tja. Ich bin hier auf dem scheiß Mond. Was für ein Großmaul. Ich mache es mit Seife aus. Also, Blaskowitsch. Das Ziel sind die Entschlüsselungscodes der Atomkanone im das Kommando. Das müssen wir beinahe auf dem Mond. Das um ist, ja. Zum Kommandomodul zu gelangen, brauchst du einen Raumanzug. Damit solltest du durch die automatischen Sicherheitssysteme kommen. Jawohl. Melden Sie sich, sobald Sie einen Raumanzug haben. In den Raumanzug finden. Die Raumanzüge werden bei der Luftschleuse aufbewahrt. Am besten gehst du zu den Mannschaftsquartieren und dann weiter durch die Labore. Blitz. Ich
bin immer noch Wechselposition! Leiter. Scheiße. Ich glaube, die haben mich erkannt. Ich habe nur ein Messer und das Gerät hier. Das ist dumm. Schießt nicht eure Wissenschaftler ab. Heilung. Ich sehe dich jetzt! Ich dich nicht. Ich wollte aufladen, meine Fresse. Den gibt's hier nicht. Okay, da komme ich nicht lang. Sehr gut. Schießen wir uns auf den Mond durch oder was? Und nun? Ruhig atmen, das ist nur der Mond. Hast du schon oft gesehen. Ein Raumanzug bricht, ne? Nach wie vor ziemlich planlos. Da können wir nichts machen. Puh. Wo könnte ich einen Mondanzug herkriegen? Wenn ich da durchkäme. Ah, hier kann ich durch. Mondkanonen. So, eine Mondpistole. 20 Schuss. Ach, das sind solche, das sind Laserkanonen. Piu piu.
bisschen sneaky. Scheiße, Mann. Natürlich. Scheiße, Bombe. Ich könnte hier nicht falscher sein. Panzerung. Oha. Bezeichnung. Nicht schlecht. Hier, nun, hier kann man her. Da kann man nicht lang. Panzer, das ist sehr gut. Aha, hier geht's weiter. Mit der rechten kann ich schießen. Raumanzüge mal draußen zu brauchen. Finde heraus, wie du dort hineinkommst, William. Jetzt schaffe ich es ohne die Roboter zu. Was zum Teufel geht hier vor? Ach, Scheiße. Das ist schlecht. Was mache ich denn hier? Habe ich da keine Mitte? Nee, habe ich alles leer.
Hier sollte ich vielleicht nicht hin. Mannschaftsquartiere. Doch genau dahin muss ich wahrscheinlich. Okay, da kann ich nicht lang. Okay, wo kann ich überhaupt lang? Alter. Das ist doch nicht dein Ernst. Alter, mit dieser Checkpoint. Alter, das war's doch nicht dein Ernst. Es gibt einen Wartungstunnel, der die Mannschaftsquartiere mit den Laboren verbindet. Finde heraus, wie du dort hineinkommst, William. Dein verdammter Ernst. Heilung. Was auch immer das bringt. Ja, das war das Ding, das mich umgebracht hat. Und die auch aufladen. Sehr schön. Mal kurz. Wurfmesser. Okay, nun. Durchgeschnitten. Teil. Ist da jetzt durch oder was? Jo, da geht's weiter. Bisschen Lüftungsschacht. Alter, schreck mich nicht so. Das Tagebuch. Hm.
relativ sicher. Sehr schön. Und jetzt hier rein. Und erreicht. Okay, wo sind die verdammten Raumanzüge? Damit wir auf dem Mond weiter schießen können. Durch. Scheiße. Ja, ich hab Waffen. Ich kann was Sneaky machen, aber verdammt. Noch mehr Leute. Und hier fast. Hier darf Vader, Vader Star Wars Mission aus. Ist diese verdammten, ach hier kam ich her, verdammten Raumanzüge. Der ist total blind, hat uns nicht gesehen. Das war knapp. Oh Scheiße. Es wird damit extrem. Nicht? Ich hätte erwartet, hier in so einen großen Raum zu kommen, wie beim Hangar. Wieder rumballern zu müssen. Space Zones. Sind wir zurückgekehrt oder was? Oder wo sind wir hier? Sind wir im Kreis gelaufen? Hier waren wir noch nicht. Auf den Reaktor.
suchen oder auf Freude und besiegen ihn. Das ist ein Raumanzug. Mal sehen. Raumanzug. Bitte gleich raus auf die Oberfläche. Kein Grund, nervös zu werden. Rechtes Kommandomodul. Oha. Auf dem Mond. Schwerelosigkeit. Oha. Die Mondbasis. Unsere Sprünge sind viel zu klein. Ich hüpfe auch hier ab und zu mal. Das ist ein bisschen träge. Ja, ihr seht, es braucht ein bisschen. Ach du Scheiße. Drohnen. Ah, man hört natürlich nichts. Der Weltraum halt. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Dass man nichts hört. Ich höre es auch nicht schießen. Dann rüber da. Als ob man hier fallen kann. Die Gravitation des Weltalls hat mich hat mir Fallschaden auf dem Mond kommt. Erzähl mir nichts. Bin ich bescheuert. Erzähl mir nichts. Man hört die auch nicht kommen. Das ist halt scheiße. Das ist nicht gut. Ein goldener Meteoritenbrocken. Mondstein. Arsch mich nicht, als ob wir hier immer durch den Sprint. Den Sprintsprung müssen wir beherrschen. Ach. Verarsch mich nicht. Du kannst am Mond nicht. Das ist. Fallschaden auf dem Mond. Das ist total unwissenschaftlich. Noch eine dritte. Alter Schwede. Dann springen wir mal. Nein, 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 nein! Zu weit gesprungen. Alter. Dafür hast du das Spiel jetzt wirklich. Das ist. Das kannst du mir nicht erzählen.
Schwerkraft auf dem Mond. Ah, Arsch, Alter. Wo ist die dritte Drohne? Wenigstens haben sie das Geräusch los ganz gut hingekriegt. Im Weltall hört dich keiner schreien. Sprunglevel auf dem Mond. Ich will es nicht wirklich verarschen. Boah, Alter.